Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Blissim Box aus dem Monat April. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissim Box ist eine Box, die ursprünglich aus Frankreich kam und ich bekomme sie jetzt in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Blissim Team. Kostet 16,90 € pro Box und pro Monat und wir haben hier dieses Mal keine Box, sondern ein Täschchen, was ich ganz hübsch finde. Ich mag solche Täschchen auch, gerade wenn es jetzt so Richtung Urlaub und so geht, ne? Richtung Ferien. Dann sind solche Täschchen immer ganz praktisch zum Verreisen, Kosmetiktäschchen halt. Und man bekommt aktuell die Box, wenn man sie neu abonniert, inklusive eines Pflegesprays von Kevin Murphy, was irgendwie 33,50 € wert hat, wenn man den Code SHINE verwendet. Ich packe euch dazu mal alles auch in die Infobox rein. Und wir haben jetzt hier wirklich, wie gesagt, dieses schöne Täschchen, wo wir ja 5 Beauty-Produkte drin erwarten. Wir haben hauptsächlich Pflegeprodukte drin, aber wir haben auch dekorative Kosmetik mit am Start. Und was jetzt neu ist, die Abonnentinnen können ein, habe ich auch gemacht, ein Beauty-Profil ausfüllen. Und angepasst auf dieses Beauty-Profil wird dann das ein oder andere Produkt in der Box ausgewählt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wir haben jetzt hier das Motto Beauty Booster. Das ist hier hinten so hier drauf auf diesem Flyer abgebildet. Entdecke deine Highlights des Monats. Unser Wunsch für den Frühling, deine natürliche Schönheit dank 5 Beauty-Produkten entfalten. Als Überraschung dazu, deine Produkte kommen diesen Monat in einer fruchtigen Kosmetiktasche, die du überall mit hinnehmen kannst. Was dich erwartet, gutes Aussehen, frischer Teint, leichtes Haar und eine fröhliche Beauty-Routine. Das ist schön. Und dann werfe ich da mal einfach einen Blick hinein. Ich bin gespannt. Oh, ist prall gefüllt. Also da ist allerhand drin. Ach, guck mal, hier habe ich auch dieses Kevin Murphy Spray. Das kann ich euch auch mal zeigen. Das kriegt man dann nämlich dazu, wenn man die Box neu abonniert hat. Das habe ich nämlich schon auf der Homepage gesehen. Ich weiß nicht, das ist für die Haare, ne? Dass da auch so ein schöner Glanz reinkommt. Das ist natürlich schön, wenn dann die Sonne drauf scheint. Repairing Shine Mist, Twirl Me Before Use, ja, schütteln halt 100 ml. Und wenn die Sonne dann auf die Haare scheint, das dann alles so schön glänzt. Das finde ich klasse. Ich mag halt einfach auch gepflegte Haare sehr gerne. Schimmer Shine, und das ist halt eine ganz besondere Flaschenform. Also ich finde es cool, ne? Kannst du hinlegen, kannst du hinstellen. Ihr habt es nicht gesehen, ich habe es gesehen und finde es total fancy. Dann habe ich hier ein Produkt drin von Algologie. 30 ml Soleil Marin, eine BB-Cream, sehr cool. Das ist dann wahrscheinlich das Produkt, was dann entsprechend zu dem Teint ausgesucht wurde. Ja, finde ich gut. Perfect Blend of Skincare and Make-up for an Enhanced Ultra Natural Complexion. Ja, soll es auf jeden Fall dann frisch und fröhlich wahrscheinlich aussehen, ne? Das ist cool. Ich habe die Farbe Natural. Da bin ich immer gespannt, ob das dann auch funktioniert. Das ist immer sehr schwierig. Wobei ich glaube, diese Box wurde noch kreiert, ohne dass ich das Beauty-Profil erstellt hatte. Komm Leute, so jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Ich will mir das jetzt mit euch zusammen angucken. Bin da jetzt einfach mal neugierig. Mal schauen, mal schauen. Vielleicht, wenn ich gebräunter bin. So sieht das Kleckschen nämlich aus, denn ich bin vom Hautunterton neutral tatsächlich, ja, aber neutral kühl und halt sehr, sehr hell. Ja, das hier ist noch sehr, sehr dunkel. Aber wenn ich das verblende, geht das. Und meine Hand ist halt auch wirklich sehr, sehr hell. Na, das könnte hinhauen. Oh, das riecht aber sehr gesund. Ohne PEGs, Mineralöle, Phthalate und Silikone. Ja, ist auf Wasserbasis. Muss man ein bisschen aufpassen mit dem Primer, ne? Dass du dann halt auch einen Primer verwendest, der auf Wasserbasis ist und nicht auf Ölbasis. So, dann schauen wir jetzt mal weiter in das Täschchen rein. Da habe ich hier ein Act Now Solid Shampoo von Indola drin, 60 Gramm. Ich bin kein Fan von festen Shampoos, es tut mir leid. Mag ich einfach nicht gerne verwenden, weil meine Kopfhaut dadurch sehr, sehr trocken wird. Und meine Haare auch. Wobei das sehr gut riecht. Ich weiß nicht, ist da Mandelöl oder sowas mit drin? Das riecht sehr angenehm. Oh, also ich beiß da jetzt nicht rein, ne? Geeignet für alle Haartypen, Vorteile, Reinigung und Geschmeidigkeit und Glanz. Rizinusöl ist hier auch drin, das ist auch interessant, ne? Ja gut, werde ich halt nicht verwenden können, leider. Ne? Schade Schokolade, ist aber nicht schlimm.
Das können die Boxenpacker halt nicht wissen. Dann habe ich hier was drin von Coros Green Joghurt. Das dürfte eine Maske sein, oder? Eine Face Mask mit 20 Millilitern. Finde ich super. Ich mag gerne die Coros Produkte. Das ist griechische Naturkosmetik. Und ja, das ist dann eine nährende Gesichtsmaske. Die Sonne kommt raus. Jetzt gerade scheint sie wirklich schön hier. Und da hoffe ich doch einfach mal, dass ich dann auch dementsprechend Produkte brauchen werde, die meine Haut beruhigen, weil die Sonne da war und so. Wisst ihr, was ich meine? Weil dann heißt es ja auch, dass die Sonne da war. Und ja, letztes Jahr um diese Zeit war es brüllend warm. Und ich sitze jetzt hier mit einem dicken Pulli. Es ist der Wahnsinn. Also schöne Geschichte. Ich mag sehr, sehr gerne Gesichtsmasken. Und die kann man sich dann sogar abnehmen mit diesem Produkt hier, Cleansing Queen von Gleim. Das sind nämlich zwei wiederverwendbare Wattepads und die kannst du entweder verwenden, um Toner aufzutragen, um dich abzuschminken oder um ja halt auch solche Gesichtsmasken runterzunehmen. Da ist jetzt hier noch so ein Faden durch. Das ist natürlich auch ganz interessant, ne? Normalerweise hast du das ja festgemacht mit Plastik. Da wurde jetzt hier offensichtlich drauf verzichtet. Und Gleim ist auch eine Marke. Aufpassen, Claudi. Die ich durch die Blissim-Box kennengelernt habe. Denn die haben wir öfters mal drin, als Pflegemarke halt auch, ne? Und die finden sich richtig schön an. Das sind zwei tolle Läppchen. Schön! Feine Geschichte. So, einen habe ich hier noch drin. Und das ist sehr interessant. Ein Face Spray Daily Toning von Hello Body Rose Breeze. Richtig toll. 100 Milliliter. Das finde ich sehr, 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 sehr cool, denn ich mag einfach gerne Toner, also tonisierende Produkte, die die Haut darauf vorbereiten, dass die Wirkstoffe halt in den darauf folgenden Pflegeschritten kommen, ne? Also nach der Gesichtsreinigung verwendet man so ein Produkt. Und dann noch als Spray ist halt auch einfach in der Applikation, finde ich sehr, sehr cool. Und Rose ist halt echt mein Freund, ne? Hat schon einen Duft, also man riecht es auch durch. Oh, ist ein bisschen ausgelaufen. Muss ich etwas abputzen. Aber das ist auch, das ist nicht schlimm. Das kann man ja abputzen, wird dann auch demnächst in Anwendung kommen. Dann kann ich euch im Aufgebraucht-Video mehr davon berichten. Es riecht, wie gesagt, sehr, sehr gut. Muss ich hier noch ein bisschen drehen? Ja, da war das ein bisschen offen. Putze ich das mal ein bisschen sauber hier, ein bisschen trocken. Sehr schön. Also ich freue mich darüber. Und ja, dann haben wir das Täschchen. 1, 2, 3, 4 Produkte. Also 4 Pflegeprodukte, beziehungsweise 3 Pflegeprodukte, einmal die BB-Cream, dann ein Tool mit dabei und das hier als neuer Abonnent. Also eine schön bestückte Box. Ich glaube, die hatten auch in dem Briefing geschrieben oder auf der Homepage hatte ich das gelesen, dass die Box einen Wert von ungefähr 60 Euro haben soll. Das ist nicht schlecht, ne? Wenn man bedenkt, dass man 16,90 Euro dafür bezahlt, bekommst du schon schöne, brauchbare Produkte zu einem echt fairen Preis mit einem tollen Wert. Schreibt mir aber gerne auch mal eure Meinung unten in die Kommentare, da können wir uns super gerne mal austauschen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!